Hallo Emily. Es ist Woche Nee, neun. ist Woche 8. Ach so, okay, sorry. Vollkommen korrekt. Time flies. Time flies. Es geht so schnell. Genau. Es ist furchtbar. Wir blinken einmal und die Saison ist schon wieder vorbei. Aber gut. Wir haben ja eine Woche mehr Genau. dieses Jahr. Das freut uns. Zur Auftaktsaison der Ja. Witzballerei kriegen wir eigentlich gleich ein Spiel mehr. Das ist doch wunderbar. Ich muss. Bevor wir auf Woche 8 kommen, ich muss noch etwas loswerden zur letzten Woche, weil wir hatten ja über das potenzielle Spiel in Deutschland 2022 der NFL gesprochen und dann habe ich gesagt, mein Favorit wäre München, unter anderem aufgrund der Tatsache, dass die Allianz Arena ja so nahe am Flughafen liegt. Sie liegt nahe am Flughafen, das weiß ich, das ist bei mir ums Eck, aber es stimmt natürlich nicht, dass es am nächsten liegt, weil Frankfurt und Düsseldorf, die Stadien sind noch näher an den jeweiligen Flughäfen, also das Argument bitte wieder streichen. Wenn man Blödsinn erzählt, dann muss Ja. man dazu stehen. Ich wurde auf YouTube darauf hingewiesen, dass das gar nicht stimmt. Deswegen, ich nehme alles zurück. Ich glaube trotzdem noch, dass München der Favorit ist, unter anderem vielleicht aufgrund der Stadionkapazität. Also die Allianz Arena hat 75.000 Plätze. Ich weiß nicht, wie es dann im Endeffekt bei dem NFL-Spiel sein wäre, denn es gab ja so ein bisschen Argumente, dass der Platz zu klein wäre für die Sidelines. Keine Ahnung, vielleicht macht man da noch Platz und nimmt irgendwie die erste Reihe weg und setzt da ein paar Ersatzspieler noch hin. Das muss man sehen, aber das Stadion ist deutlich größer als Frankfurt und Düsseldorf. Auf der anderen Seite hat Ja. Tottenham, glaube ich, knapp über 60.000. Also wir werden sehen. Was für mich noch so ein Argument wäre für München, ist so die Vermarktungsmöglichkeit der Stadt in den USA. Ich weiß, dass es in den USA relativ viel Oktoberfest-Events gibt. Jedes Jahr ist das in Kalifornien Ja. ähnlich. Kannst du das bestätigen? Ja, überall in den USA eigentlich, ganz von September bis Ende Oktober, also fast 2 Monate. Okay, ich weiß nicht, ob das für die NFL eine Rolle Ja. spielt, aber zumindest Munich sagt den Leuten etwas und sie können irgendwas damit verbinden, auch wenn es ein Lederhosen-Klischee ist. Aber so läuft Genau. es nun mal. Das Oktoberfest wird ja nicht im Oktober stattfinden. In München endet es Anfang Ja. Oktober. Und ich glaube, so ein realistischer Zeitpunkt für das Spiel wäre eher November, weil ja die Fußball-WM in Katar stattfindet. Ende November, glaube ich, und da ist dann Genau. der Bundesliga-Spielplan macht dann Pause, vermutlich Anfang November. Deswegen kann ich mir das da sehr gut vorstellen. Und in München wird das eben nicht mit dem Oktoberfest kollidieren. Aber wir lassen uns überraschen. Und wie gesagt, wenn du Ja, Infos genau. hast, dann lass sie einfach raus. Dann ist da. Ja, da Wir sagen es keinem. kann ich dir nichts versprechen, Daddy, aber. Okay. Okay, es hört ja keiner mit und auf Deutsch kann sowieso keiner. Also. Ach so, Okay. okay. Wie auch immer, Woche 8. Wir haben uns wieder die aus unserer Sicht vier interessantesten Spiele oder sagen wir mal die drei interessantesten Spiele plus Sunday Night as usual rausgesucht. Genau. Wir starten mit einem Knaller in der AFC Nord. Wir hatten letzte Woche über die Bengals gegen die Ravens gesprochen. Wir hatten beide nicht damit gerechnet. Ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, dass Ja. Cincinnati klar gewinnt gegen Baltimore. Das war Ja. Sehr überraschend und vor allem vor dem Hintergrund, dass die Ravens in der Woche zuvor klar die Chargers Die besiegt haben. Charges, Genau. Und die Chargers in der Woche vorher die Chiefs geschlagen haben. Und wenn man das jetzt so zusammenrechnet und dann nimmt man noch die Raiders. Übrigens, vielleicht kannst du nochmal das T-Shirt zeigen. Sensationell. Ich habe es für ein NWA-T-Shirt gehalten, weil ich. nee, Marcus Allen. Wahnsinn. Ich habe Marcus Allen und Eazy-E verwechselt. Kann mal passieren. Ja, weil es nur hier Ja, war. genau. Also die Raiders spielen auch eine Rolle mit den Chargers und den Chiefs natürlich in der AFC West. Die Broncos schauen ein bisschen von draußen rein momentan, aber ich glaube, die AFC ist wide open, oder? Kann man das so sagen? Sehr, ja, finde ich auch. Wie gesagt, jede Woche Ravens, wissen wir nicht, was jetzt passiert. Ich war sicher, dass die gegen die Bengals gewinnen, aber das ist nicht passiert. Und dann auch die Chargers-Ravens-Spiel, das war auch eine Überraschung. Also AFC ist wide open, wie Genau, gesagt. genau. Und ich glaube, dass jetzt Browns in Cleveland findet das Spiel statt gegen die Steelers. Ich glaube, für beide ist es wahnsinnig wichtig, in dieser eigenen Division schon mal nicht den Anschluss zu verlieren, weil du eben die Ravens ja auch noch hast Ja. und Cincinnati momentan, ich glaube sogar den Number One Seed in der AFC hätte. Also ich glaube, für beide Teams entscheidend, vorentscheidend vielleicht. Die Browns kommen aus so einer Mini-Bye-Week. Die haben Donnerstag vor einer Woche gespielt. Gegen die Broncos, das die Ernest Johnson Game, as we call it.
im Fantasy. Und die Steelers hatten eine Bye-Week. Vor der Bye-Week haben sie gegen die Seahawks gewonnen in Overtime. Das war kein schönes Spiel, aber ich glaube, die Steelers werden ein bisschen unterschätzt, oder? Oder wie siehst du es? Ich bin noch nicht sicher über die Steelers, ja, weil für mich ist Big Ben so, keine Ahnung, und ich warte noch immer noch auf so ein Najee Harris Breakout-Spiel. Ja. So richtig ein paar Touchdowns, auf das warte ich noch. Mhm. Also für die Steelers habe ich im Moment bin ich noch nicht sicher. Okay, ich vermute fast, auf wen du tippst in diesem Spiel. Aber lass uns noch ein bisschen über beide Teams sprechen. Also bei den Browns finde ich es schon bedenklich, dass Denzel Ward ausfallen wird und Jeremiah Owusu-Koramoa, dein spezieller Freund, einer deiner Lieblingsspieler, ist auch out. Jetzt ist die Frage... Aber Baker kommt, ich glaube, zurück. Also das wird helfen. Vermutlich. Dass Baker, ja, genau, dass Baker wieder zurückkommt. Und für die Browns, ich glaube, key to the game, die müssen Najee Harris neutralisieren. Mhm. Aber wie gesagt, er hatte bis jetzt kein richtig Breakout-Spiel. Und ich weiß, dass er Rookie ist, aber ich habe ein bisschen mehr erwartet, glaube ich. Ja. Also Touchdowns, mehr Touchdowns und ja, ein bisschen mehr Action von Najee Harris. Aber ja, ich glaube, das kann diese Woche kommen für Najee. Ja, also vielleicht nicht im klassischen Sinn. Also die Browns Defense, wenn sie eine Stärke hat, dann ist es gegen den Lauf. Also ich weiß nicht, ob er als klassischer Running Back da jetzt das Breakout-Game haben wird. Aber er hatte, glaube ich, in den letzten 5 Spielen im Schnitt fast 7 Catches, was absolut unfassbar ist. Und in den letzten 4 Spielen hat er im Schnitt, glaube ich, 27 Touches. Also wir hatten es schon mal angesprochen. Ich weiß nicht, wie lange das durchhält. Aber gut, das ist der Steelers Way, das haben sie mit Le'Veon Bell auch immer gemacht. Ich glaube, das könnte ein Key sein, weil eben Owusu-Koramoa ausfällt. Das wäre genau, sag ich mal, die Zone, die Region, die kurzen Pässe auf Harris, wo er dann glänzen könnte. Mhm. Und Denzel Ward fällt aus, Diontae Johnson, absoluter Top-Receiver, glaube ich. Ich glaube, in jedem anderen Team wäre er noch dominanter. Aber Big Ben ist... ist so ein bisschen Keil in dieser Offense schon fast. Also Big Ben hat in 6 Spielen, glaube ich, nur einmal mehr als einen Touchdown gehabt. Also ja, aber die Browns haben durch 7 Wochen 16 Passing Touchdowns erlaubt. Also dann können vielleicht Big Ben und seine Receivers diese Woche irgendwas machen. Ja. Wenn schon, dann diese Woche. Wie gesagt, weil 16 Passing Touchdowns ist echt viel in 7 Spiele. Ja. 7 Wochen. Also ja, dann das kann diese Woche passieren, aber ich bin nicht mehr so auf dem Big Ben Bandwagon oder ich glaube, die Zeit ist jetzt schon rum. Ich glaube, da ist auch keiner mehr. Also da wirst du auch kein Steelers-Fan. Der Bandwagon ist sehr leer. Ja, der ist sehr leer und dem geht die Luft aus so langsam. Ich glaube, da sitzt auch kein Steelers-Fan mehr drauf. Ja, aber sie gewinnen trotzdem Spiele und wie gesagt, sie haben gegen die Bills gewonnen. Sie gewinnen dann solche Spiele wie gegen Seattle, was wirklich kein schönes Spiel war, aber letztlich zählt dann der Win. Ja. Ich glaube, es könnte eine Überraschung geben. Ich weiß nicht, ob ich wieder so eine Bold Prediction mache wie letzte Woche mit den... Ja. ich habe dich letzte Woche ein bisschen da reingeschubst, aber... Du hast mich... In deinem Bold Prediction. Du hast mich bestärkt und ich habe... Ja, aber es war schon meine Idee und das war natürlich eine absolute Katastrophe. Ich habe nur fürs Protokoll, ich habe letzte Woche auf die Chicago Bears gesetzt in Tampa. Und 38-3, glaube ich, war es dann letztlich. Also es hat nicht so ganz funktioniert. Ja. Aber gut, Chase Claypool. Was denkst du? Glaubst du, da könnte was gehen? Der war ja immer so ein bisschen angeschlagen. Jetzt ist Juju out. Also war da gegen Seattle schon, aber wenn es da könnte was gehen, nach einer Bye-Week ist er fit, eventuell? Ja, ich hoffe nicht. Und wie gesagt, diese Woche kann die Woche sein, weil schon 16 Passing-Touchdowns gegen die Browns. Also ich glaube, wenn schon, dann wird diese Woche die Woche für Chase Claypool. Ja. Wir haben Owusu. Und auch Big Ben in der Luft. Ja, gut, das gehört dazu. Ohne Big Ben funktioniert es nicht, aber es ist halt auch die Frage, wie viel Zeit er haben wird. Das heißt, je mehr Druck er von Myles Garrett bekommt, desto wahrscheinlicher ist es, dass wieder ein Dump-Off kommt oder 15 Dump-Offs zu Najee Harris. Also wer vielleicht eine Rolle spielen könnte, und das ist lustig, weil ich habe mein Arbeitskollege und ich, wir haben beide Pat Freiermuth
ich weiß nicht, spricht man den so aus? Okay. Friermuth. Ja, genau. Friermuth. Wir einigen uns auf Friermuth, Pat Friermuth Season. Da haben wir uns, mein Kollege und ich haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir den streamen im Fantasy. Der hatte gegen Seattle schon 7 Targets, 7 Catches. War so ein Chain Mover im ersten Spiel nach Juju. Und auch hier, ja, in dieser Region, Owusu-Koramoah nicht dabei. So, also für mich so ein X-Faktor könnte eben Friermuth der Tight End sein. Eric Ebron ist out, also wird er wahrscheinlich so ziemlich die meisten Snaps bekommen. Und ja, Diontae Johnson oder Claypool, je nachdem, wer. Denzel Ward fehlt halt einfach. Also ich bin zuversichtlich. Ja. Glaubst du, dass Baker mit einem mit anderthalb Schultern, dass ihn das beeinträchtigen könnte? Wahrscheinlich schon, ein bisschen. Ich glaube, er hat gestern war Full Practice, also Full Go im Training. Ja. Also das heißt irgendwas, und ich glaube, die würden ihn nicht spielen lassen, wenn irgendwas richtig in seine ballwerfende Schulter kaputt wäre oder irgendwie sowas, weil dann wird es nur noch schlimmer. Also es ist, also ich denke, dass es ist die linke, glaube ich. Das ist der Vorteil. Also die, genau, ja, genau, genau. Ja, also wenn das irgendwas anderes wäre, dann glaube ich, dann würde er nicht spielen. Ja, aber genau. Wenn er gestern in Practice full go war, ja, dann ich glaube, das kann nur gut sein. Und ja, ich glaube, wenn es irgendwas effektiert im Spiel, dann würde er morgen nicht spielen. Aber das Wort jetzt ist, dass er morgen spielt. Ja, habe ich auch gelesen. Also er hat halt eine Fraktur in der Schulter und er hat sich die Schulter ausgekugelt. Dislocated Shoulder. Das ist, ja, das gab es vorher auch schon mal. In der Geschichte der NFL, dass ein Quarterback an seiner Nichtwurfhand oder an Nichtwurfarm da Probleme hat und trotzdem spielt. Aber ja, ich glaube, die Dislocation, die ist passiert vor 2 Wochen, als er halt gesackt wurde von hinten und dann halt so auf die Schulter gefallen. Und da stelle ich mir halt die Frage, Full Practice okay, aber da wird ihn keiner sacken von hinten. So, und mit das dem Körper drauffallen. Ja. Also ich frage mich, ob das ein bisschen im Kopf ist und ihn dann so ein bisschen unter Stress setzt, sprich den Ball schneller loszuwerden, als er ihn vielleicht loswerden muss. Und ob das eine gute Idee ist, ihn dann spielen zu lassen. Das habe ich ein bisschen bitte. Ich weiß schon, ich finde es die bessere Option als Backup-Quarterback. Er hat auch nicht schlecht gespielt, aber trotzdem, die Browns, ich glaube, möchten Baker Mayfield sehen. Also es ist halt immer die Frage, wie wichtig der Quarterback in dieser Offense überhaupt ist. Und ich weiß nicht, ob Case Keenum ist halt ultra konservativ. Aber der hat halt das System, spielt er dann schon, und dann, wie gesagt, je nachdem, wer der Running Back ist, Nick Chubb ist auch Full Practice, also ist nicht mal questionable. Der wird zurück sein, Kareem Hunt fällt aus, okay. Aber sie haben halt Chadwick Wills, der hat letzte Woche gespielt, war angeschlagen, aber gespielt. Und Jack Conklin auf der rechten Seite. Right Tackle ist wohl auch wieder zurück. Ja. Also es ist die Frage, wie wichtig Baker überhaupt ist und ob sie die Steelers in Grund und Boden laufen wollen können. Ja, ich glaube, Run Game ist diese Woche sehr wichtig. Ich glaube, Nick Chubb kriegt den Ball sehr viel diese Woche wegen Baker. Ich glaube, er wird den Ball nicht so oft wie normal werfen, wegen seiner Verletzungen. Aber ich glaube, Baker ist auch der Leader, also der Captain, der Leader vom Team. Mhm. Deswegen finde ich, dass es auch wichtig ist, dass er spielt für die Browns. Erwartest du noch irgendwas von OBJ 2021 oder können wir da? Ich habe keine Erwartung. Ich glaube, in New York war es ein Top-Top-Spiel und dann jetzt geht es nur bergab. Also ich habe keine Erwartungen mehr. Was denkst du? Ich weiß nicht, also nach dem Kreuzbandriss ist halt nicht einfach, das ist klar. Ja. Er hat auch was an der Schulter, das wird auch nicht weggehen. Also er hat wohl gegen eine In-Season-Surgery sich entschieden. Okay, als Receiver, es geht auch mit einer angeschlagenen Schulter, glaube ich, das ist schon möglich, aber es ist ja nicht so, dass er vor den Schulterproblemen überzeugt hätte. So, weißt du, deswegen. Genau, genau. Ich bin skeptisch. Und somit kommen wir zum Ergebnistipp und ich mache es wieder, Emily. Ich habe wieder, ich hau wieder eine Wurst. Okay. Ich sage die Steelers. Okay, du traust dich wieder. Natürlich. Es hilft ja nichts. Ich probiere es so lange, bis es klappt. Vielleicht habe ich später sogar noch eine. Ich weiß, ich bin mir noch nicht sicher. Okay. Da bin ich gespannt. Ja. Steelers 21, Browns 20. What say you? Okay, also knappes Spiel. Ja, das schon. Ich sage 17-14 Browns. Okay, also wenig Punkte. Ich glaube, das ist wahrscheinlich. Ja. Trey Norwood ist noch ein Punkt
den ich mir notiert hatte, Rookie Cornerback bei den Steelers. Mhm. Den sollte man erwähnen, ja. 7th-Runden-Pick, guter Mann. Je nachdem, vielleicht hat er mit Jarvis Landry viel zu tun im Slot, durchaus möglich. Und ich sage, der spielt so gut, deswegen gewinnen die Steelers, ganz klar. Okay. Also dann auch ein paar Interceptions naja, für ihn. Wird mir schon reichen. Müssen nicht ein paar sein. Okay. Okay, next game. Patriots gegen die Chargers. Du bist genau. Der Chargers Insider, würde ich sagen. Du warst immer auf dem Chargers Bandwagon, auch schon in der Sendung im Frühjahr, als wir die Chargers besprochen haben. Es ist eigentlich so gekommen, wie du es dir gedacht hast. Mich hat halt diese Niederlage gegen die Ravens schon ein bisschen schockiert, weil da waren sie ja völlig chancenlos eigentlich. Ja. Was glaubst du? Sie spielen zu Hause, das ist, glaube ich, ein Vorteil gegen die Patriots. Mhm. Eigentlich bei den Chargers ist kein Homefield-Advantage. Ich war vor zwei, drei Wochen bei Raiders Chargers Monday Night Football und es war 85% Raiders-Fans. Also eigentlich ist es egal für die Chargers, wo die spielen, weil in Southern California haben sie nicht sehr viele Fans eigentlich. Gibt es in Southern California genügend Patriots-Fans, dass das Stadion da voll werden könnte? Nein, aber die Patriots-Fans reisen sehr gerne. Okay. Und auch wenn das Wetter ein bisschen wärmer ist. Also ich glaube, da kommen ein paar nach Los Angeles. Ja. Was siehst du, Keys to the Game für die Patriots? Also was müssen sie tun, damit sie die Chargers schlagen? Weil sie haben keinen Lamar Jackson. Deswegen ist, ist so diese Copy ist schon mal nicht möglich. Was wäre der Ansatz, wenn du jetzt Patriots OC wärst? Für mich, Keys to the Game, wir haben gesehen, wie die Ravens Defenses gegen Justin Herbert und Keenan Allen und Chargers Offense gemacht haben. Und wenn die das machen können für die Patriots, wird es hoffentlich gut gehen. Also für mich, Keys to the Game für die Patriots ist Defense, Pass Rush an Justin Herbert zu kommen. Chargers Offensive Line ist eigentlich sehr gut. Eben. Rashawn Slater. Aber ich weiß nicht, was. Rashawn Slater, Rookie of the Year. Monster. Ja. Ja, genau. Also, aber ich weiß nicht, was gegen die Ravens passiert ist. Aber vom ersten Quarter wusste ich, dass die Ravens gewinnen, weil alles ist falsch gegangen für die Chargers Offense, besonders. Ja. Also, ja, ich glaube, Key to the Game ist für die Patriots, ist genauso Defense spielen wie die Ravens vor zwei Wochen. Okay. Weil Justin Herbert kann, die Chargers können Punkte kriegen, das ist sicher. Mhm. Aber ich glaube, und wie gesagt, die haben kein Lamar Jackson, kein also ich glaube, für mich ist es ein Defensive-Spiel. Okay. Also besonders für die Patriots. Ja. Und das kann Bill Belichick auch gut. Also ich bin gespannt, was er da geplant hat für Justin Herbert. Er ist kein Rookie, aber trotz ein sehr junger Quarterback. Ja. Und ich glaube, Bill Belichick mag das gern, ein bisschen mit die jungen Quarterbacks zu spielen und irgendwas Tricks und so im Defense, also Defensive Scheme. Also ich glaube, das kommt wieder diese Woche. Und was würdest du in der Offense machen? Ja, für die Patriots. Würdest du Damien Harris featuren? Also die Chargers sind, glaube ich, mit die schlechteste Run-Defense der ganzen Liga. Und sie haben mit diesem Brandon Staley-System ich glaube, die wenigsten 20 Yard plus Completions durch die Luft, natürlich durch die Luft, Completions, wo, ne? Ja. Die wenigsten Big Plays durch die Luft zugelassen. Also, ich glaube, das ist relativ klar, wie diese Defense funktioniert. Also, sie zwingt dich ein bisschen zu laufen, aber ich glaube, die Patriots könnten, wenn sie wollen, können sie es durchaus. Wie man finde ich auch. Und dann können wir auch vielleicht Jakob Johnson ein bisschen sehen. Ja, der war ja. Aber genau. Wie gesagt, Damien Harris für die Patriots, Running Back. Also das wird klar, dass er oft den Ball kriegt. Und die haben Patriots Receivers und so. Also ich glaube, Run Game ist sehr wichtig für die Patriots. Ja. Und Harris, also Harris ist ja letzte Woche dann rausgegangen gegen die Jets, da war es dann schon entschieden. Mhm. Sie hatten Brandon Bolden, nicht gefeatured, aber halt so als wirklich ganz klassischer James White-Klon da eingesetzt. Hatte viele Catches, ich weiß nicht, ob er wieder so eine Rolle bekommt. Ich weiß nicht, ob Ramondre Stevenson aktiviert wird, letzte Woche war er inactive. Weißt du da irgendwas? Also angeblich lag es an irgendwelchen Pass-Blocks in der Woche zuvor. Gibt es da irgendwelche? Ich habe nichts darüber Insiders? Gehört. Nee, gut. Kein Insight für mich. Von Bill Belichick wirst du auch nie einen kriegen, glaube ich. Also, genau. Keine Chance. Damien Harris ging raus, aber hat jetzt, glaube ich,
221 Total Yards und 3 Touchdowns in den letzten beiden Spielen. Also er ist hot. Ja. Hot as hell. Und ich weiß nicht, ob Mac Jones da so eine große Rolle spielen muss. Die Rolle, die er spielt, so als Game... Habe ich ja auch gedacht. Ja. Game Manager passt ja, oder? Also ich meine, das spielt er sehr gut. Mhm. Ist perfekt, habe ich ja auch gedacht. Ja. Und besonders auch letzte Woche viele Punkte, aber trotzdem... das Bill Belichick-System, ich glaube, es ist eigentlich fast egal, wer Quarterback spielt. Ja. So Hauptsache, dass da keine Turnovers sind und dass er, wie gesagt, Game Manager sein kann. Ja. Ich hatte so nach ein paar Wochen hatte ich so eine Statistik gesehen, die hatte ich dann auch getwittert, glaube ich, dass so diese Average Depth of Pass oder Target von Mac Jones, also das war halt so unter 10 Yards, so um die 5 Yards links und rechts verteilt. Das waren halt so immer Screen Pass. Genau, ja. Das waren so Cam-Newton-Vibes hatte ich da. Und das ist halt das System. Mhm. Mehr, wenn du kein Brady mehr hast, dann musst du es halt so spielen anscheinend. Das ist wohl die Idee dahinter. Und das haben sie auch eigentlich ein bisschen mit Brady gemacht, die... Stimmt. 5, 6, 7 Jahre Screen Passes haben sie auch oft gemacht. Ja. Aber ja, da hast du recht. Ja, ja und genau, jetzt wo du sagst, mit dem System haben sie den Super Bowl gewonnen gegen Seattle damals. Das war nur Dink and Dunk, Screen. Und da hat dir auch kein Richard Sherman geholfen oder eine Legion of Boom, weil das war, du kannst sowas nicht verteidigen. Ja. Du hast, keine Ahnung, 10 Pässe auf James White und 8 Pässe auf Julian Edelman. Und zack, waren sie schon wieder in der Red Zone. Genau. Und 10 plus 10 plus 10, dann eventuell haben die 100 Yards und dann haben sie einen Touchdown. So schaut's aus. So ist es. Ja. Wer eventuell eine Rolle spielen könnte, ist Hunter Henry. Weil, Emily, wir haben ein Revenge-Game. Hashtag. Natürlich. Revenge-Game. Die Chargers. Und die Chargers sind mit die schlechteste Defense gegen Titans, gegen den Lauf und gegen Titans. Sie sind gegen Receiver gut. Genau. Das habe ich mir, auch notiert, dass Hunter Henry ein großes Spiel diese Woche haben kann. Ja. Und ich glaube, es passiert wirklich, weil, wie gesagt, Defense gegen Tight Ends nicht gut und dann auch Revenge Game, das ist immer irgendwie interessant. Ja. Ich weiß nicht, was mit Jonu Smith ist, der ist ja auch ein bisschen erwacht, letzte Woche, glaube ich, oder vor 2 Wochen schon. Der ist questionable, mal sehen, aber ich glaube, das könnte der Key sein, Damien Harris, dann lange nichts und dann die Tight Ends und ein bisschen Jacoby Myers. Tight Ends, so, genau. Also ich glaube, das, das, stimmt, das könnte funktionieren. Auf der anderen Seite die Chargers Offense. Du hast gesagt... Ja, die kommen jetzt von einer Bye-Week zurück. Ja. Gute O-Line. Rashawn Slater, auch einer deiner Flag Players. Genau. Glaubst du, die haben Probleme gegen die Patriots Defense? Ich glaube, weil die so gegen die Ravens vor 2 Wochen, vor der Bye-Woche verloren haben, dass sie in die letzte Woche irgendwas geplant haben. Also Patriots Defense ist recht gut, aber ich glaube, Justin Herbert und Brandon Staley, weil er ist auch Defensive-Minded Coach, also Trainer. Yeah. Ich glaube, Brandon Staley weiß, was von Bill Belichick kommt. Und ich glaube, die haben irgendwas da im Offense geplant. Dann sehen wir ein bisschen was anderes. Wir wissen, dass sie oft zu Keenan Allen gehen und auch die Tight Ends. Also ich glaube, irgendwas passiert diese Woche für die Chargers, weil die so ein schlechtes Spiel gegen die Ravens hatten. Ja. Und ich glaube, Brandon Staley hat sehr hohe Erwartungen. Und also deswegen denke ich, dass diese Woche... eine gute Woche für die Chargers wird. Also meinst du, sie haben daraus gelernt sozusagen in der Bye-Week? Definitiv. Ja, definitiv. Also ein Vorteil könnte sein, dass Mike Williams wohl wieder zu 100% fit ist. Der war ja auch schwer angeschlagen. Der hat den super Saisonstart, dann hat er sich am Knie verletzt, dann war die Bye-Week. Also schauen wir mal, der könnte wieder eskalieren. Keenan Allen ist nicht mehr so dominant wie noch bis letztes Jahr eigentlich, aber er ist halt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber die probieren das immer noch oft. Es ist ja okay, er macht ja seinen Job. Ne? Also er fängt immer noch seine 6 bis 8 Bälle pro Spiel, aber er ist vielleicht kein Gamechanger mehr, aber muss er vielleicht auch gar nicht sein. Genau, aber da auch Austin Eckler dieses Jahr hat auch eine große Rolle. Ja. Als fast nur RB1, erster Running Back. Die haben auch Joshua Kelly und Larry Roundtree, aber es ist fast immer nur Austin Eckler für die Chargers. Bin gespannt, der ist auch questionable, aber das hat Brandon Staley gesagt, das sieht wohl ganz gut aus. Er war, he was a little bit sore, hat er gesagt. Also, okay, vielleicht
klappt das ja. So. Keine große Verletzung. Ja, genau, das kann man, glaube ich, sagen. Also ich denke auch, dass er und er spielt normalerweise, wenn es eine Woche passiert, questionable, spielt er. Also ich glaub, er spielt definitiv morgen. Ja. Und wie gesagt, er ist wirklich RB1, also die erste Option. Und dann sonst haben sie kein richtiger RB2 und dann 3. Also es ist fast immer Austin Eckler für die Chargers. Ja. Wer gewinnt? Ich sage, weil die hatten eine Bye-Week und die haben gegen die Ravens sehr schlecht gespielt und deutlich verloren. Also ich sage 28-24 Chargers. Okay. Ich sage 24-21 Chargers. Ich gebe es ihnen dann auch, aber ich glaube, es wird nicht klar. Ich gebe es ihnen, weil sie zu Hause spielen. Und ich muss sagen, die haben, ja, ich muss auch sagen, die haben jetzt neue Kicker. Also das war sehr schlimm für die Chargers in die ersten 7 Wochen. Ja. Die haben extra Points, ich glaube fast 6 oder 7 extra Points hat er verkickt. Also das ist auch 6 Punkte da und dann auch sehr viele Field Goals. Also ja, das ist auch wichtig diese Woche, glaube ich. Neuer Kicker. Hoffentlich ist er besser. Okay, dann sagen wir als der Viscano. Dann sage ich das 24-21 bei auslaufender Uhr zum Sieg. So. Einigen wir uns darauf. Okay. Next Game. Buccaneers bei den Saints. Jetzt ist es ja so, und ich habe gesagt, ich glaube, ich hau noch mal einen raus. Also es ist ja so, dass Tom Brady letztes Jahr 2-mal logischerweise gegen die Saints gespielt hat und in den 2 Spielen, ich glaube, das erste war in Woche 1, da sah gar nicht gut aus und da kamen schon alle aus ihren Löchern und haben gesagt, das Tom Brady-Experiment wird nicht funktionieren. Und er hat aber über die 2 Spiele 2 Touchdowns, 5 Interceptions und nur 60% Completion Rate gehabt letztes Jahr. Gegen Dennis Allen, der Defensive Coordinator. Ich habe ja die Saints Montagnacht mir anschauen dürfen gegen die Seahawks. Und ich meine, es ging gegen die Seahawks und man muss sagen, also die Saints Defense hat Geno Smith, Taylor Heinicke, Daniel Jones, Mac Jones und Sam Darnold bis jetzt gespielt. Also das ist relativ überschaubar. Ja. Aber ich glaube, die ist for real, diese Defense. Und sie haben jetzt Marcus Davenport zurückbekommen. Quan Alexander spielt wieder. Okay, der ist nicht so wichtig, glaube ich, aber DeMario Davis war unfassbar am Montagnacht. Glaubst du, dass diese Defense gegen Brady und Gronk, der ja wieder spielen wird, dass das reicht zu Hause? Ich muss sagen, das habe ich mir hier geschrieben, dass ich kann eigentlich nichts mehr über die Bucks sagen. Ich habe in der Preseason schon gesagt, dass die mein Gewinner der Offseason waren, weil die haben alle wieder zurückgekommen. Aber für mich geht es mir vor, als wenn es eigentlich egal, wer fehlt für die Bucks, weil die haben wirklich die Next-Man-Up-Mentalität. Also egal, wer fehlt, der Nächste kommt hoch und er spielt genauso gut. Wir haben, ich glaube, die letzten 2, 3 Wochen gesagt, dass Bucks Secondary ist sehr, sehr verletzt und die fehlen ein paar Leute. Aber wir haben jetzt gesehen, auch gegen die Bears, ist es eigentlich egal, wer für die Bucks fehlt. Ja. Die Bucks spielen halt jetzt im Moment sehr gut. Tom Brady ist Tom Brady, Bruce Arians ist Bruce Arians und ist eigentlich egal, wer spielt, wer fehlt. Mhm. Mindestens Hauptsache, dass Brady spielt, dann wenn er spielt, gewinnt er meistens. Also ich habe eigentlich nichts mehr über die Bucks zu sagen und ich glaube, ich kann nicht gegen Tom Brady und Bruce Arians wetten. Also, aber du hast recht, die Saints Defense ist im Moment sehr gut. Mhm. Und spielt sehr stark, aber ich kann nichts gegen die Bucks sagen. Das kann ich verstehen. Ich ist mir egal. Ich sag's trotzdem. Ich geh mit den Saints. Ich glaube, es ist nicht ganz so bold wie letzte Woche. Das kann man, glaube ich, sagen. Aber es kommt noch dazu. Mike Evans gegen Marshawn Lattimore. Lattimore hat ja letzte Woche diesen mega Big Play von DK Metcalf zugelassen. Hat 2 Personal Fouls bekommen, 15 Yards Strafen, weil er halt zu dämlich war und immer nach dem Pfiff erst rumgeschubst hat. Schubsen ist verboten, das ist bekannt. Jetzt spielt er gegen Mike Evans und Lattimore ist das Kryptonit von Mike Evans. Das kann man, glaube ich, sagen. Also in den letzten 5 Spielen hat er einmal, also es war ein komplettes Spiel, eine Nuller hingelegt, sozusagen Mike Evans. 0 Catches, 0 Yards und ansonsten immer maximal 4 Catches,
einen Touchdown in 4 Spielen. Da hatte er aber auch nur einen Catch in diesem Spiel, wo er den Touchdown gemacht hat. Und ansonsten immer so 60 Yards, einmal, glaube ich, über 80. Also, das wird wieder sensationell, das Matchup, glaube ich. Er wird ihn wieder verfolgen, ja, so wie er es mit Metcalf gemacht hat. Gut, dann bleibt, wie du schon sagst, natürlich Godwin bleibt übrig, Gronk bleibt übrig. Aber ich glaube, ja, also ich glaube, die Defense könnte es schon schaffen. Die Frage ist, was macht Jameis Winston? Ja. Und wir haben ja schon wieder ein Revenge-Game. Genau. Natürlich. Was glaubst du? Ja. Ich kann Jameis Winston, das kann man nie schätzen. Einmal Woche fünf Touchdowns und was weiß ich wie viele Yards, ja, und die nächste Woche 4 Interceptions und keine Touchdowns. Ja. Also es ist wirklich schwer zu schätzen, aber wie gesagt, es ist ein Revenge-Game. Aber deswegen denke ich, dass Bruce Arians weiß genauso, was Jameis Winston mag, was er nicht mag, was er gut macht und was er nicht gut mag. Also für mich glaube ich, dass Bruce Arians das Vorteil da gegen Jameis Winston hat. Ja. Todd Bowles kennt ihn ja auch gut, der Defensive Coordinator. Genau. Und ja, ich glaube auch so die letzten Spiele, da ist Alvin Kamara zumindest nicht völlig eskaliert. Ich glaube auch, dass er auf dem Boden nicht eskalieren wird, weil die Buccaneers Run Defense ist genauso wie die Saints Run Defense. Genau. Also ich glaube, wir werden relativ wenig Laufspiel sehen, deswegen könnte es tatsächlich ein Shootout werden. Aber die Bucks Defense lässt die drittmeisten Catches gegen Running Backs zu in der Liga. Da spielt natürlich mit rein, dass Lavonte David jetzt ausgefallen ist ein paar Spiele. Der ist aber jetzt wohl wieder dabei. Gegen Seattle war Alvin Kamara mit Abstand der beste Mann auf dem Platz über beide Teams. Also das war unfassbar. Glaubst du, das reicht? Ja. Ich glaube, die Antwort ist nein. Aber nein. Genau, ja. Ich glaube trotzdem, jedes Mal, wenn ich mich traue, irgendwas gegen Tom Brady oder die Box zu sagen, dann habe ich nie recht. Also deswegen, jetzt habe ich ein bisschen gelernt. Und pass auf, diese Woche passiert es andersrum bestimmt, weil ich das gesagt habe. Aber ich trotzdem sage ich diese Woche immer noch Buccaneers. Okay. Ja, ich bin auch mit meiner Prediction bin ich auch nicht sicher. Dass, das ist so. Aber ich... Sagst du Saints? Ich sage Saints, aber ich sage, es wird sehr low scoring. Also was man ja noch sagen muss, diese Receiver bei den Saints, das ist ja fürchterlich. Also Marcus Callaway ist, glaube ich, ein guter Spieler, das passt schon, aber gegen Seattle, das war nur Kamara. Nur Kamara, sonst nichts. Das war ein sehr schlechtes Spiel, auch beide, für Seattle und Saints auch, aber hässliches Spiel. Und es gab ein paar lange Versuche von James, vielleicht im Superdome, vielleicht kommen die dann an, das ist die Theorie, und vielleicht haben wir einen Shootout, ich weiß es nicht, aber Traquan Smith, der hat sich mit Jameis Winston angelegt, oder Jameis Winston hat ihn zusammengeschissen. Michael Thomas ist noch nicht dabei, dann hast du Callaway, Deontay Harris, weiß ich nicht, ob er spielt, ich glaube nicht, und das war's dann. Kenny Stills, ja, gut. Ja. Das ist ein bisschen dünn. Aber egal, ich sag, Adam Troutman wird alle überraschen und ich sag 27-24 für die Saints und ich werde es bereuen, aber ich sag das jetzt mal so. Und danach aber nie wieder, wenn es wieder nicht klappt, dann war es das letzte Mal. Okay, dann nie wieder, gegen Brady. Also ich sag 31-24 Buccaneers. Ja. Könnte der realistischere Tipp sein, aber gut, dafür sind wir da. mal sehen. Sunday Night Football. Mann, das wäre so ein schönes Spiel gewesen, wenn Dak Prescott fit wäre. Das wäre, glaube ich, wirklich, wirklich ein Knaller. Vielleicht wird es so auch einer, aber Cooper Rush ist der Backup-Quarterback der Dallas Cowboys. Ja. Und hat, glaube ich, in 4 Jahren, ich wusste nicht, dass dieser Mensch schon 4 Jahre in der NFL ist. War der dir bekannt, Cooper Rush? Nee. Nein. Hat in 4 Jahren 3 Pässe versucht, Pässe-Attempts. Ja. Ich weiß ja nicht. Also bei den Vikings, gute Defense, oder? Ja, aber ich glaube, diese Woche kein Spiel für Cowboys Running Backs, wie gesagt, wegen Dak Prescotts Verletzung. Ezekiel Elliott und Tony Pollard, ich glaube, das wird ein gutes Spiel, weil letztes Jahr hatten die zwei zusammen 180 Rushing Yards gegen die Vikings gehabt. Und es war ein sehr gutes Spiel für beide Running Backs. Also ich glaube, das kann wieder dieses Jahr passieren. Mhm. Also Ezekiel Elliott und Tony Pollard. Ja. Und das passt auch jetzt, weil ich glaube, mit Dak Prescott werden die Cowboys den Ball nicht so oft werfen oder durch die Luft.
Also ja, ich glaube, das kann ein sehr gutes Spiel für Ezekiel Elliott und Tony Pollard sein. Ich bin, also es war ja bei den Packers, war es ja so, alle Receiver fallen aus, Aaron Rodgers, auf ihn soll er den werfen. So. Aber da war es halt andersrum, da war halt der Quarterback Genau. Last Man Standing und jetzt ist es halt, es sind alle da, es ist die beste Offense der Liga, meines Erachtens. Aber Dak Prescott fehlt halt massivst. Genau, aber die Vikings Defense hat jetzt in die ersten 6 Spiele, glaube ich, mindestens 100 Rushing Yards erlaubt gegen Running Backs. Also ich glaube, deswegen denke ich wirklich, diese Woche ist Zeke und Tonys Woche. Endlich. Ja, genau. Also Tony Pollard hat wieder Snaps verloren. Da war ja schon eine Diskussion, ob Pollard nicht der bessere Running Back ist und wieso habt ihr Zeke den Vertrag gegeben? Und ich glaube, dann hat Jerry Jones gesagt, Leute, wir featuren jetzt Zeke ein bisschen, weil nicht, dass der Vertrag dann schlecht aussieht, den wir ihm gegeben haben. Aber Zeke hat ja auch gut gespielt. Also es war ja okay. War ja völlig in Ordnung. Ich bin gespannt, OC, Kellen Moore. Also mit einer so der Offensive Masterminds in der Liga, ist das in NFL-Kreisen auch so? Wird das auch so gesehen? Definitiv, Also ich glaube, dass Kellen Moore da durchaus kreativ genug ist, dass er Cooper Rush ein bisschen verstecken kann, dass er kreativ ist, ohne dass Cooper Rush dann viel Risiko eingehen muss. Ich glaube, sie werden deutlich weniger werfen als mit Dak, das ist klar. Jetzt ist halt auf der anderen Seite die Frage, du hast Amari Cooper und wirst ihn aber wahrscheinlich nicht so einsetzen und CeeDee Lamb, wie du es normalerweise tun würdest. Glaubst du, dass so trotzdem mit Play-Action, wenn du eben sehr viel läufst, wir wissen, das hat nichts damit zu tun, du musst nicht laufen, um Play-Action zu etablieren, sozusagen, aber trotzdem, die Defensive Formation muss ja darauf reagieren und mit einem Lauf rechnen. Glaubst du, wir sehen dann Big Plays hinten raus mit Cooper und Lamb? Ein paar, ja. Ich glaube definitiv mit CeeDee Lamb, das passiert jedes Ja. Mal. Natürlich muss irgendjemand den Ball werfen, aber trotzdem, wenn CeeDee Lamb spielt, dann, ich glaube, dann können wir ein Big Play erwarten. Ich glaube, Amari Cooper auch, weil er fit ist. Dem hat, glaube ich, jetzt diese Ja, Bye Week sehr genau. geholfen. Und Cooper ist ja auch immer angeschlagen, gefühlt. Und wenn er aber fit ist, dann eskaliert er normalerweise. Hat dich Kirk Cousins. Und Cowboys haben auch eine gute Offensive Line, also Ja, das natürlich. wird auch sehr helfen gegen die Vikings Ja. Defense. Ja, also das ist auch was zu Es sagen. würde helfen, wenn Cooper Rush ein bisschen Zeit hat. Also wenn sie schon Play-Action versuchen, dann wäre es ganz gut, wenn er ein paar Sekunden Zeit hätte und dann könnte, glaube ich, was gehen. Genau, ich wollte fragen, hat dich Kirk Cousins überrascht in dieser Saison? Oder bist du noch nicht überzeugt? Ich mittlerweile schon. Ja, überrascht kann ich sagen, aber ich habe immer noch keine Kirk Cousins Erwartungen. Ja. Also für mich ist er am Ende immer enttäuschend. Ja. Also ja, bis jetzt überrascht, aber trotzdem, ich Du bist weiß nicht, ob kein das Fan. so Du bist weitergeht. kein. Ja, Du hast dich ja genau. damals auch nicht täuschen lassen von Sam Darnold in den ersten Wochen. Als er ja wirklich überzeugend war, hast du immer Genau. gesagt, Und dann nein, auch, nein, 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 ja, nein, nein. genau. Aber er hat auch gegen die Jets sehr, sehr schlecht gespielt. Also. Ja, das ist korrekt. Also der Sam Darnold. Nicht Jets, was Giants, sorry. Ja, stimmt. Aber gegen die Jets haben sie in Was? Woche 1 gespielt, glaube ich, und das war auch furchtbar. Ja, genau. Giants letzte Woche. Ja, das war auch kein schönes Spiel. Ich bin mittlerweile ein bisschen sold on Kirk Cousins. Ich glaube, Clint Kubiak, das müsste dann der Sohn sein von Gary Kubiak, glaube ich, der ist Offensive Coordinator. Und der lässt Cousins im Schnitt halt 40 Mal werfen pro Spiel. Und das ist, also er ist schon die zentrale Figur. Devin Cook oder Alex Mattison, das ist, glaube ich, fast egal. Cook ist auch fit. Auch dem hat die Bye Week geholfen. Wollte ich auch sagen. Ja, definitiv. Auf was sollte die Cowboys Defense sich mehr konzentrieren? Ich glaube, das wird die Frage sein. Also, wie gehen sie in das Spiel rein? Auf Cook? Aber ich glaube, Adam Thielen, ja, auf Cook, aber ich glaube, Adam Thielen ist auch immer X-Factor und dann Justin Jefferson auch noch. Also, wie gesagt, wenn Kirk Cousins den Ball so oft werfen Ja. muss, dann würde ich mehr auf die Pass-Catches würde ich mehr auf die Pass-Catches als die Running Backs sagen. Ich bin gespannt, wen Trevon Diggs sich vornehmen wird oder ob er stationary bleibt, ja, also ob er nicht, Er ist der ist, überall, also ja, genau, eigentlich, der ist überall, ob er wieder eine Interception, ein Big Play macht, das wird die Frage sein, glaube ich. Ansonsten sehe ich wenig, also sehe ich die Vikings vorne, weil sie auch zu Hause spielen, weil, ey, soweit alle fit sind, gerade in der Offense, ich sehe die Vikings vorne, du auch? Nee, du sagst Okay, Cowboys. ich nicht diese Woche.
Oh, scheiße. Ja. Schlecht für mich. Aber Schlecht für mich. knappes Spiel, also. Okay. Nein, aber knappes Spiel trotzdem. Ne, schlecht für mich, die Statistik, die spricht eindeutig für dich. Deswegen, Ach ja, so. muss ich schon sagen. Ja, das kann sich diese Woche ändern. Okay. Ja, dein Wort in Gottes Ohr. Okay, also du sagst Cowboys. Ergebnis, Tipp. Ja. Ich sage 24-21 Cowboys. Ich sage 28-24. Die machen genau den Touchdown mehr. Okay. Und deswegen bin ich bei den Vikings. Okay, dann mal sehen, dann bin ich Ich bin gespannt. auch sehr gespannt. Was geht Halloween in Kalifornien? Geht da was ab? Oder bist du nicht so? Ich bin nicht so großer Ja, Halloween-Fan. Nee, nicht okay. wirklich. Seit schon ein paar Jahre. Aber man kann dem ja nicht aus dem Weg gehen, oder? Ist das überhaupt möglich? Kann man da so an die Tür irgendwas hinkleben? Halloween, no Halloween Nee, oder sowas? weil Geht das? jetzt bin ich, wie gesagt, nein, wir haben immer Süßigkeiten für die Trick-or-Treaters Ja. jedes Jahr. Aber unser Haus ist ein bisschen so auf dem Berg. Also Ah. die Kinder wollen nicht so berghoch hochlaufen. Okay. Also dann kriegen wir nicht so viele Okay, und einen Trick-or-Treaters. Kürbis habt ihr auch nicht im Haus? Ja, einen schon, oder? Habt ihr Ja. einen Kürbis? Doch, Schön. vor der Tür. Ja, ein paar vor der Tür. Okay, Ja, immer. dann bin ich beruhigt. Als Ja, sehr gut. Deko. Dann wünsche ich dir Ja. Happy Halloween, soweit es sich vermeiden lässt, und euch da draußen Ja, eine danke. schöne Woche 8. Das wird super. Und wir sehen uns nächste Woche Ja. wieder. Und nicht vergessen, es geht eine Woche, eine Ja. Stunde, eine Woche, eine Stunde früher los. Also um 18 Uhr deutscher Zeit. In den USA ist es egal. Da ist es wie immer. Aber ich glaube, ihr stellt Ja, die Uhr nächste genau. Woche um, richtig? Ich glaube, das kommt Ja, hin. Ja. genau. Nächstes Wochenende. Ja. In diesem Sinne, Genau. happy, Also dann happy wissen. Week 8. Ja. Bis dann. Danke. Ja, bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Tschüss.